Was ein Zufall, dass du da bist. Es gibt jetzt auf meinem Variety-Kanal unten in der Videobeschreibung auch einen richtig geilen Vlog. Und jetzt viel Spaß mit Malik. Was macht ein Sicherheitsmann in der Nudelfabrik? Ein Sicherheitsmann in der... What the fuck ist los? Warum sind das einfach volle Viewers-Games und alle beleidigen sich ständig? Er passt da auf. Das war, der Fistfight-Maniac hat die falsche Antwort gelöst. Who's that Pokémon? It's no way for you! Wie konnte man das noch enden, nachdem die zwei nicht mehr gespielt haben? Na, das ist das Gesetz der Solo-Queue-Padelei ist das. Du musst dir vorstellen, in der Solo-Queue gibt es oft zwei Parteien, die sich bilden. Du hast die eine Partei hier, meistens genannt... Ich nenne sie mal kurz AD. Ne? Das ist ein zufälliger Name, den ich ausgewählt hatte. Und dann hast du meistens die zweite Partei. Und das ist meistens S oder J. Ne? Aber die sind zufällig ausgewählt, die Namen. Und wie ihr euch das praktisch vorstellen könnt... Ne? Warte, ich kann das nochmal... Lass dich das oben kurz einmal löschen. Noch besser. Machen wir das hier kurz einmal weg. Ich glaube, besser als AD geben wir denen mal zufällige, wirkliche Namen. Echte Namen, ne? So, weil das ist immer noch was, darunter kann sich keiner was vorstellen. Also nennen wir unsere eine Figur vielleicht mal, ach, irgendwas, wie wär's denn mit Bröki? Und unsere andere Figur nennen wir mal Karni. Das ist ein zufällig generierter Name jetzt hier. So, und was ihr euch vorstellen müsst, ist praktisch, dass die zwei, die laufen jetzt hier in die Mitte, disagreen über irgendwas und dann fangen sie sich an, rigoros ins Gesicht zu paddeln. Ne? Also, hier, also da wird kräftig gepaddelt hier in der Mitte. Aber paddeln ist eine Art des Angriffs, der niemanden wirklich verletzt. Ne? Die paddeln sich die ganze Zeit so ins Gesicht mit ihren Händen. So. Aber die spielen trotzdem noch einigermaßen akkurat. Ne? Das ist nur, das Schlechte hat nur denen ihre Leistung. Aber ihr müsst immer damit rechnen, dass AD Carries das machen werden. Kannst du die Talon-Szenen nochmal zeigen? In den Busch und ja, das würde mich ehrlicherweise selber auch interessieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Kurze Ghost-Alyse machen wir jetzt als nächstes. Bei Minute 30 brauchen wir die. Okay, sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht. Talon geht hier ganz normal nach oben. Ganz entspannt. Zu dem Zeitpunkt, ne? Ihr habt gesehen, die haben mich nicht gesehen. Ich bin da unten jetzt schon. Schauen, ob sie mich sehen, wie ich den Busch ändere. Ja, oder nicht? Okay, der Talon geht hier Base. Und läuft jetzt zielstrebig auf die Botlane. Zusammen mit dem Warwick. Und pinkt meinen Busch. Und deswegen macht der Warwick sein Dings an. Der pinkt meinen Busch. Nachdem ich dann eine Minute drin stehe, ne, ohne dass die Vision auf mich haben, ne, pinkt er genau auf meinen Busch drauf. Also das ist, man kann sehr, sehr selten nachweisen, dass jemand ghostet. Aber ich glaube, hier können wir uns sehr sicher sein, Leute. Das ist ein sehr natürliches Play, wisst ihr. Das ist ein sehr natürliches Play. Krass, das ist wirklich sehr dreist geghostet. Respekt, du hast komplett auf die Fresse gekriegt, Kollege. Problem? Sehr natürlich. Ja, das war ein sehr natürliches Play. Wenn du mal ein Ticket auf für den, du kannst nicht, also das ist leider nicht bannable, weil, auch wenn es so offensichtlich ist. Du kannst dagegen nichts machen, du musst halt leider Ghostschutz verwenden. Das ist leider mittlerweile so. Er hat einfach überragende Spinnensense. Ja, das kann natürlich auch immer sein, ne? Der Spider-Sense kann tickeln. Aber ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass er im Stream war zu dem Zeitpunkt. Hm, klar habt ihr gewonnen, wer sonst? Ich meine, wir sind ins Lower Bracket. Ne? Wir sind wieder für den absoluten Content-Run gegangen. Was hat LS zu eurem Win im Cup gesagt? Naja, danke für den Jenner-Pick im vierten Game. Das war eine teure PayPal-Angelegenheit, kann ich euch sagen. Haben wir eine Chance gegen T1, Sir? Nein, aber wir werden sie nutzen, ne? Für was wird das Geld verwendet? Korean Barbecue. Das wird einfach für die Korea-Reise verwendet, wisst ihr? Also wir fahren mit ganz NNO, fahren wir nach Korea. Jetzt dann in nicht mal einem Monat ist das. Und da wird dann fleißig Korean Barbecue gegessen.
Also es fahren alle bis auf unseren Top-Laner. Der bleibt zurück. Statt Tolkien haben wir Honeypoo dabei, ja. Ja, es kommen noch mehr Leute mit. Also ich glaube, insgesamt sind wir 10 oder 11 sind wir mittlerweile, glaube ich. Ich glaube 11 jetzt. Es kommen echt viele Leute mit. Wow, so viele nice. Ja, das wird sehr, 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 sehr cool, wird das. Ja, wie fühlst du dich damit, dass du auf dem Oktoberfest warst? Na gut, ich war ja gegen Mittag und ich war ja praktisch in einem geschützten Bereich. Also, und ich hatte auch immer jemanden dabei, weißt du? Ich bin aktuell noch ein bisschen unsicher, wenn ich alleine draußen bin, aber es ist viel besser geworden jetzt. Ich fühle mich eigentlich wieder gut mittlerweile. Gehst du nochmal auf die Wiesen? Nee, einmal reicht mir. Heute bin ich auf der Wiesen gewesen, beim so einem großen Red Bull-Event. Ich bin an meinen Tisch gekommen, da sitzen da Amar und Starlet Nova und Mark Eggers und was weiß ich nicht, irgendwelche S-Tier-Promis aus der Influencer-Szene. Da habe ich mich erstmal super awkward an die Seite gestellt, ne? Und habe erstmal genüsslich mein Bier getrunken und dann ging das. Ne? Norway, hast du deine Parkour-Technik geübt? Ja. Warum Parkour? Ich verstehe nicht, was der meint. Aber ich sag einfach mal ja, damit er mich nicht gankt. Ach! Wait, natürlich! Das ist der von der Gamescom! Vom Ninja-Kurs! Wait, das ist der von der Gamescom vom Ninja-Kurs! Von dem Real-Life-Stream! Wait, das ist der vom Ninja-Kurs! Big Zack! Der hat's geschafft, den Kurs zu machen! Der hat's geschafft, den Kurs zu machen! Wenn ich direkt beim ersten Hindernis gefallen bin. Na klar! Ja, das hat er aber erzählt, dass er heillos ist und dass wir schon öfter miteinander gespielt haben. Sind mehr Punchen, ne? Von dem will ich nicht gegankt werden, ne? Der ist gefährlich, der Kerl. Erinnert ihr euch noch an den alten Wolibär, der dann irgendwie am Ende plötzlich wie so ein Mundo-Ding gekriegt hat? Und sich dann die ganze Zeit geheilt hat? Erinnert sich noch irgendwie an den? Blautop ist so gut. Hört sich das jetzt so. Das ist so dirty. Ich liebe das so sehr, ne? Das ist so gemein. Der arme Wolibär. Oh nein, Wolibär, nein, geh nicht ins Licht. Nein, retten, Wolibär. Was war das für ein nutzloser Flash? The fuck war das? Was? Was war denn das für ein schlechter Flash? Wir haben den Nude Quiver, Baby! Es ist Zeit für den. Nein, der wird uns interrupten, ja. Ich hoffe, du schämst dich. Ich spüre keine Reue. Er hat sein Schicksal selbst gewählt, als er Wolibär eingeloggt hat. Außerdem ist Wolibär später sehr gut gegen uns. Er ist noch nicht gewonnen in das Game. Absolut furchtbar. Oh mein Gott, nein. Es ist ja absolut furchtbar. Der arme Bär. Bären sind geschützt. Sind Bären wirklich geschützt? Ja, das kommt sehr auf die Art des Bäres an, oder? Wait, haben wir denn Intfeeder? Oh, wir haben actually einen Intfeeder. Cool. Das sind 30 CS-Gin. Der nicht mehr wirklich spielt. Pombeeren. Oh, Pombeeren sind, glaube ich, nicht geschützt, ja. Die stehen auf jeden Fall auf der Abschussliste bei mir. Oh nein, Wolibär! Oh mein Gott! Ich liebe LeBlanc Top so sehr. Das ist auch, Top ist dann auch viel cooler in der Mitte. Also in der Mitte ist es auch Billy Broken, ne? Aber das ist einfach, das macht so viel Spaß. Allerdings ist das mit einer der frustrierendsten Erfahrungen, wenn du dagegen spielen musst. Also dagegen spielen macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Wie nennst du ja diese Double Chain. Diese Double Chain ist das Brokene an LeBlanc. Weil du
Wenn du jemanden double chainst, der kann sich halt eine Minute lang nicht bewegen. Ne? Ich verstehe LeBlancs Ult nicht. Also LeBlancs Ultimate heißt eine Mimic. Und die kopiert die letzte Fähigkeit, die du gemacht hast. Das heißt praktisch, die Fähigkeit, die du als letztes gewirkt hast, wird kopiert. Das heißt, du kannst praktisch zwei Ketten haben, du kannst zwei Dashes haben. Oh. Hm, ich schon nicht killen, aber... Ja, doch, der ist zu stark, der Echo. 100 Gold nur noch wert. Oioioi. Zeig euch direkt 17. Dann dashen nach vorne. Dann Static Ship Auto. Dann laufen wir wieder ran. Dann machen wir Static Ship Auto. Der wird den Busch wahrscheinlich, der wird den Busch mit seiner Wolke hitten, den Control Board sehen, dann vorgehen, weil er komplett starved und verzweifelt ist, woraus wir aus dem Busch auf ihn draufhüpfen, ihn töten und er AFK geht. Mit LeBlanc pickt Ben mal den World sein, das kommt drauf an, ob sie den nerven oder nicht, ehrlicherweise. Also wenn sie die nicht nerven, wird sie Pickband sein, ja, ziemlich sicher. Der Chip ist so geil! Das ist einfach so geil! Habt ihr Spaß, Enemy Team! Habt ihr Spaß, Leute! Komm her, Bulli! Na, öfter hier! Nein! Nein! Ich hab mein W ist ausgelaufen! Nein, mein W! Ah, das war nicht so gut. Verdient, aber ihr müsst, also mit LeBlanc müsst ihr so spielen, wie ich hier spiele. Also dieser super disgusting Playstyle und immer cheesy sein und die ganze Zeit halt Gegner forcen zu kommen, weil er sonst Struktur nimmt und so. Genauso müsst ihr praktisch spielen mit LeBlanc. Weil natürlich, also in Teamfights, im Late-Game-Bereich, da hat es natürlich so seine Mucken, der Bild, ne? Der ist da nicht mehr so gut. Das heißt, ihr wollt es halt sehr früh beschleunigen, das Game, und ihr wollt die Gegner halt forcen, sehr viel um euch rumzuspielen. Ja, weil ihr könnt halt sehr schwer nur gegankt werden. Ist auch im Late-Game nicht so schlecht, der Bild, ne? Ja, so schlecht ist nicht. Oh, was gibt? Nein, was hat mich noch gehittet? Lied? Oh mein Gott, was hat mich denn noch gehittet? Hä? Mann, das war jetzt End. Das war jetzt sehr, sehr End. Jetzt habe ich zweimal. Aber LeBlanc, du musst halt so aufpassen. Du bist so stark, aber du darfst keinen. Also, zu viel Spaß darfst nicht haben. Ich muss das nicht hören. Was macht ein Sicherheitsmann in der Nudelfabrik? Ein Sicherheitsmann in den. What the fuck ist los? Warum sind halt einfach volle Viewers-Games und alle beleidigen sich ständig? Oh mein Gott! Er passt da auf! Das war, der Fistfight-Maniac hat die falsche Antwort gelöst. Ach du Kacke, Mann! Mein Gott, er passt da auf. Doch, er hat's doch nur gut gemeint.
Nein. Das ist so geil, ne? Das macht... Also Adi LeBlanc spielen ist einfach... Das ist wie Earth. Aber alle anderen spielen kein Earth. Man hätte das so viel besser spielen können da. Man hätte so viel mehr Autotext machen können. Das ist wie permanentes Earth-Spiel, ne? Ja, aber dagegen spielen macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen sollte man die Band oder First picken. Let's unleash the Earth, Bass. Da ging doch geil. Blade wäre sehr, sehr gut gegen den Woli und den Sekt auf jeden Fall, ja. Aber du tauchst halt die ganze Zeit so rein und dann pokst ein bisschen. Da die Leine genommen, ey. Alter, das ist der dreckigste und geilste Playstyle, den es überhaupt gibt, ey. Das ist der super duper Spaßmodus für dich selber. Ich kann das wird im nächsten Patch sehr hart genervt werden. Ich kann jedem nur empfehlen, das aktuell zu spielen, solange das so lustig ist. Und natürlich, also man wird damit auch Games verlieren. Das ist nicht einfach zu spielen. Und damit Games zu carryen ist auch nicht einfach bisher. Aber das ist also so ein geiler Cheatcode zurzeit. Gerade für Toplane, wo du so viele Melee-Matchups hast, die du viel, viel härter noch abusen kannst. Wie wär's mit Blade of the Rune King für Lifesteal? Auf jeden Fall auch möglich, ja. Du kannst viel machen. Die arme Woli-Bär, der war 1,13. Wir müssen leider ihn für Infeed reporten. Es ist wichtig, League of Legends zu einem besseren Platz zu machen. Ne? Und da müssen solche Figuren wie der Woli-Bär eben auch mal aus der Community entfernen. Nein. Bis nächste. Ja.